Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr euch mit dem RC Bandido teleportieren könnt. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, an diesem Ort hier einen RC Bandido anfordere und damit jetzt zum Flughafen fahre, dann am Flughafen den RC Bandido wieder verlasse, dann werde ich ja wieder an diesem Ort hier spawnen, da wo ich den RC Bandido halt angefordert habe. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall einen kleinen Trick, wie ihr einfach an diesem Ort dann wieder spawnt, wo ihr mit dem RC Bandido hingefahren seid. Und ja, das werde ich euch auf jeden Fall jetzt gerade mal eben zeigen. Fordert euch dazu den RC Bandido an. Also es geht mit dem RC Bandido und mit dem ferngesteuerten Panzer geht das auch. Ich werde es euch jetzt einmal demonstrieren. So, ich bin jetzt einfach mal hier ein paar hundert Meter weiter weggefahren. Und zwar gibt es jetzt folgenden Trick. Ihr müsst einfach auf Online gehen, dann geht ihr auf Jobs. Und nun müsst ihr einfach irgendeinen Job starten. Das ist wirklich ganz egal, welchen Job. Ich starte meistens einen Job für einen Titan. Ja, da ist wirklich ganz egal, welcher Job das ist. Ja, ihr wartet einfach so lange, bis ihr reingeladen seid. Wenn ihr den Job verlassen könnt, tut ihr ihn einfach verlassen. Und ihr seht, ihr seid genau an diesem Ort gespawnt, wo ihr zuletzt mit eurem RC Bandido gefahren seid. Und ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr gerade irgendwie, keine Ahnung, gestresst werdet in der Lobby oder so, wenn ihr einfach unentdeckt in der Lobby sein wollt, euch da teleportieren wollt. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall noch freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.